Hallihallo, Hallo, herzlich willkommen bei dem großen Unimog Offroad-Test. Heute werden wir dieses Ding umkippen. Also wir werden versuchen, den, ne? Offroad heißt ja abseits der Straßen. Ich will nach Island, ich muss vorbereitet sein. Ich will wissen, was kann das Baby? Und das kriegen wir heute heraus. Ich befinde mich auf dem MC Motorradclub Oranienbaum. Hier kann man halt um Motorradrennen fahren. Wenn ihr mal Bock haben solltet, Link ist in der Beschreibung. So, jetzt aber zur Strecke. Die gucke ich mir jetzt an, mache mir ein paar Notizen und dann fahren wir einfach los, würde ich sagen. Komm, Chris. So, fertig. Wir haben uns die Strecke jetzt angeguckt und wir haben das ganze Ding eingeteilt. Wir haben ungefähr 4 Spots, die wir halt speziell abarbeiten wollen. Der Unimog steht genau an der Startposition. Von hier aus geht's los. Am Anfang befindet sich das Warm-up. Ein kleiner Bereich mit einer Kurve, mit ein paar ganz kleinen Hügeln. Darum auch der Warm-up-Bereich. Wenn wir den Warm-up-Bereich durchquert haben, kommen wir am Everest vorbei. Ich nehme es euch gleich mal vorne weg. Der Everest hat eine Steigung von 80 Grad. Dort werden wir den Unimog herunterfallen lassen. Nein, also das ist krass. Das Ding ist richtig krass. Das machen wir zum Schluss. Wir fahren also an dem Everest vorbei in Richtung Sule. Sule bedeutet, dort befindet sich Schlamm. Ungefähr 1 bis 2 Meter tief. Wir wissen nicht genau, wie viel. Und da gucken wir mal, was der Unimog wirklich kann. Am Anfang werden wir natürlich nur mit Heckantrieb losfahren. Und werden gucken, wann braucht man eigentlich diesen Allrad? Das Ding, ne? Also das ist genau der Grund, warum wir heute hier sind. Danach fahren wir die Treppe hoch. Einmal rund ins Plateau, oben wieder runter. Da kommt eine kleine Abfahrt, da scheiße ich mir jetzt schon in die Hosen. Dann gehen wir in die Kohlenkurve. In der Kohlenkurve, muss man sich vorstellen, wird der Unimog relativ gut verschränkt. Also er kommt an seinen Kipppunkt. Wie weit kann man den kippen, wenn wir rauskriegen? Dann kommt ich würde auch empfehlen, die Tür zuzulassen, sonst fällst du raus. Auch das Fenster zu, damit der Kopf dagegen knallt. Wenn wir da durch sind, kommen wir zum 4. Punkt, der Everest. Er befindet sich auf 4000 Metern, es sind eigentlich nur 5 Meter hoch, aber er hat 80 Grad Neigung. Da habe ich Angst, bin ich ehrlich. Aber jetzt genug der ganzen Rederei, jetzt fahren wir los. Olli, jetzt wird's ernst. Wir fahren jetzt quasi ins Warm-up. Wir fahren mal ohne Allrad los. Wir gucken mal, ab wann wir es brauchen. Ganz wichtig, Olli ist kein Offroad-Profi. Er ist quasi technisches Verständnis 100%. Ja. Aber was das Offroad angeht, müssen wir es heute einfach mal selber ein bisschen rantesten. Und wir werden halt einfach gucken, was kann er. Wir testen es heute rein und rocken das. Ob wir hier heil durchkommen, ohne den Unimog umzukippen, das bekommen wir raus. In 3, 2, 1. Let's go, der Hase. Komm. Okay. Hier bleiben wir schon mal stehen. Wir haben jetzt gerade ohne Albert. Easy, oder? Mit Schwung. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das sieht jetzt hier alles noch relativ moderat aus. Was ist das gerade halten, ne? Gerade. Nicht verziehen, weil dann kann es sein, dass er, je nachdem wie steil es ist, okay, dass er kippt. Es ist ja auch das Warm-up. Finde ich, ich fühle mich gerade wohl. Das ist gerade so. Ist auch mal nicht warm hier drin. Schön. Nö, ich kann auch ein bisschen ausmachen, wenn dir das hilft. Die Frage ist auch halt, hält die Markise? Hält das Dachzelt? Fällt mir die Kiste runter? Das sind alles Fragen, die wir heute beantworten. Okay, Chris ist bereit. Wir fahren jetzt mal langsam hoch. Gerade eben war ein bisschen mit Schwung. Wir nehmen halt ruhig vorne mal an. Okay, wir halten an. Soll ich mal einen anderen Gang nehmen? Ich wäre sowieso jetzt in der kleinen Gruppe drin. Genau. Okay, 4 und 3. Okay. Ja. Muss er jetzt aussehen? Chill! Ich würde jetzt vorsichtig rückwärts runterrollen lassen. Genau. Mit dem Gang drin. Was ruhig ein Gang drin, ja. Dann klettert er langsam runter mit Gefühl. Ja. Ah, er hat ja gesagt, ich soll hier ein bisschen Gas reinpacken. So ein bisschen Standgas hat er gesagt. Ja, ist an der Seite. Okay, dann lass ich jetzt mal rückwärts rollen. Genau. Und ach so, gut. Was war das denn? Was war das denn? Ah, das war unsere Kante. Brudi! Gut, fürs Protokoll, wir sind gerade ungefähr einen halben Meter runtergefallen. Alter. Wir gucken mal kurz raus. Ja, lass mal kurz gucken. Warm-up, war das schon richtig scheiße? Was? Du bist zur Hälfte ungefähr was zu wecken? Alter, das ist ordentliche Kuhle. Aber kann nichts passieren, oder? Eigentlich ist es ab. Das sind ja hier locker so 30 cm, einfach so pack! Wir haben uns gerade gewundert, da drin, was so knallt. Warum? Das
Der kann schon nicht mehr. Gut, also Allrad hier hoch. Ohne Allrad macht keinen Sinn. Wir gehen jetzt auf Allrad und dann klettern wir hier hoch. Vielleicht nicht durch die gleiche Spur. Bist du bereit? Geiles Warm-up auf jeden Fall. Auf geht's. Bremse ist raus, Heo. Ja. Also Entspannung pur. Ich lasse ihn jetzt auch einfach im dritten runterkommen. Ja. Wir klettern jetzt den Berg quasi runter. Genau. Ja, das ist ja easy, ne? Geil. Ja, ja, hier mal rechts machen. Alles ist rechts. Ja, ja, schieße. Also hier wäre jetzt der Mount Everest, aber Mount Everest machen wir zum Schluss weg. Trau mich noch nicht, muss noch ein bisschen. Willst du noch mal runter gucken so? Nee. Wir machen das zum Schluss. Wir haben vorher ein paar Abfahrten. Komm, jetzt die Sule. Jetzt kommt die Sule. Du kannst schon mal vorgehen. Wir werden da ein bisschen mit Hafer reinkommen, damit wir das so ein bisschen machen. Ich hab's befürchtet. Ja. Yeah. So, man könnte jetzt rein theoretisch jetzt hier geradeaus fahren. Wir fahren jetzt aber einfach hier gleich rum. Ja, wir machen Abkürzung. Ja, Abkürzung. Dafür haben wir noch nicht mehr. Oh, das war schon hier, da geht's schon ein bisschen rein und so. Okay. Bisschen am Gas, ja. Ja, schön, aber sind Olli ein bisschen wackeln. Naja, das juckt den nicht. Jetzt ein bisschen Schwung hier. Kann sein, dass ich gleich komplett nass werde. Wie gesagt, schön rein in die Kacke hier rein da. Boah. Fällt mir nicht. Das ist mir zu wenig. Also für mich, für Testfahrt klappt hier nicht. Nee, irgendwie nicht. Wie kriegst du nicht festgefahren? Wir haben sogar die Sperren rausgenommen. Also es ist krass, dieses Ding ist einfach krass. Gut, machen wir mal ein bisschen Steigung. Auf geht's. Jetzt machen wir easy die Treppe. Ich glaube, die wird eh sowieso easy. Da fahren wir einfach hoch, Plateau. Abfahrt wird noch witzig. Ja, die wird übel, die wird zornig. Da willst du runter? Ja. Ich stelle mich jetzt an der Seite, für die Treppe von der Seite, aber dann geht direkt darüber. Ja, die wird krank, sag ich dir gleich. Da darfst du auf keinen Fall irgendwo im Weg stehen, weil ich kann da nicht reagieren. Machen wir jetzt in Ruhe, bring dich mal auf Position. Wir fahren erstmal hoch. So, wir haben jetzt hier das Schiff. Ja, aber hast doch gesehen, wenn du einfach einen Gang drin hast, wühlt er sich ganz entspannt runter. Hoch, da. Ja, da war da genauso. Will ich das Lenkrad ruhig festhalten? Ja. Und dann gucken, ganz nicht, bisschen. Nicht nee. Ganz genau. Gut, wir fahren mal die Treppe hoch. Wie einfach ordentlich Schiss kriegt. Ich hab einfach mir Sorgen. Okay. Welchen Gang würdest du da runterfahren, wenn du jetzt müsstest? Maximal zwei. Maximal zwei. Dann machen wir das. Mach mal ruhig alle Sperren rein. Mach mal. Sicherheitshalber. Kann ich? Sicherheitshalber, sagt er. Ich mach gleich noch ein Fenster, sodass ich nicht rausfalle. Ja. Ich sehe ja nichts. Bin ich schon oben? Und das kann man auf der Kamera nicht durch Jura bringen, aber das ist. Glaubt mir, das ist ein echt steiler, als es aussieht. Also wenn du hier runterläufst, fällst du schon hin. So ein geiles Bild. Bild für die Götter. Ey, ohne Scheiß. Sieht so geil aus. Olli scheißt sich hier gerade in die Hose. Entweder weiß er was, was ich nicht weiß. Aber halt mal rauf, der scheißt sich ein, wirklich. Der sagt, ich hab dir gesagt, das sieht auf Kamera nicht so steil aus, wie es eigentlich ist. Also, ja. Du wirst gleich nur noch Boden sehen. Ja, aber der frisst sich ja ganz entspannt hier runter. Wir haben jetzt alle Sperren reingemacht. Ich muss jetzt die Scheibe zumachen. Also Olli hat richtig Schiss, ich merke das richtig. Ich weiß, die ist ja 40. Oh oh. Geil. Geil. Einfach geil. Man sieht nur noch die Erde. Brudi. Wie ist dein Puls? Du hörst ja auch. Ja. Toll.
vorne und halt mal wieder an und dann machen wir, gehen wir in die Kurve. Man sieht richtig, wie du wieder Farbe kriegst. Mit dem Fuß musst du dich abstützen, sonst. Also ich werde nach vorne rutschen. Du hast ja keine Gurte drin, deswegen. Ja, ich habe keine Gurte. Ach ja, wir haben keine Gurte. Puls ist gut. Macht Spaß. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo, was hast du gesagt, 35 Grad kann er belastet werden? Ja, seitlich. Olli hat vorhin was Schönes gesagt, er meinte, wenn du das Gefühl hast, seitlich zu kippen und du hast Angst, dann geht da noch was. Wir fahren jetzt in die Kohlenkurve und da schauen wir mal, wie das aussieht. Das ist auch hier zum Einsteigen echt eine Klebekurve. Ja, ich mach schon. Bist du auch schon durch? Ja. Hält sich gut fest. Alle bitte festhalten. Sich selber. Vielleicht fällt auch noch irgendwas um. Also das ist schon... Das ist schon ein bisschen... Hier ist geil, oder? Du bist so weit oben. Also das fühle ich schon. Aber macht er, weißt du? Hast du das gerade gesehen? Ich dachte, ich habe das erste Mal heute auch Puls gehabt dazu. Ja. Du hast was. Oh, du hast eine gute Aufnahme. Das war eine super Aufnahme. Ja. Und ich war schon ein Stück weg. Ich dachte so, ja, könnte reichen, aber Scheiße. Geisteskrank. Okay, Jacke ist aus, kommen wir mal zum Endgegner. Wir haben jetzt eine Steigung von ungefähr 80. Ja. 80% Steigung. Hoch hat Olli gesagt, bleibt da drin im Auto. Wenn ich runterfahre, steigt er aus. Also ihr könnt euch einen Begriff machen, Olli ist ein Unimog-Fahrer, der hat Schiss. Er vertraut zwar dem Auto, aber mir nicht. So, okay, was soll denn passieren? Und das kriegen wir jetzt raus. Wenn ich das geschafft habe, kann ich offiziell sagen, ich kann im Gelände fahren. Oder rollen. Gut, dann bringe ich in Position. Wir fahren jetzt mal 90 Grad, 100 Grad, 1000 Grad hoch. Endgegner in 3, 2, 1. Alter, das ist echt wie eine Wand. Rudi. 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 Schafft er nicht. Schafft er nicht. Hat es nicht geschafft. Mehr Schwung. Hat er nicht geschafft? Ich glaube, jetzt ist klar, wie scheiß steil das Ding ist. Ich würde mal noch ein Stück zurücksetzen, mit ein bisschen mehr Schwung. Versuch's. Kann es sein, dass wir jetzt meinen Anlauf hochholen? Du hast es richtig erkannt. Geil! Dann im vierten. Den Mount Everest klimmen mit einem Unimog. Also langsam habe ich auch keinen Bock mehr runterzufahren, bin ich ehrlich. Ja! Ja! Ich bin oben! Fuck, scheiße, ist das krank, ohne Scheiß! Du fährst einfach gegen eine Wand und dann nach oben und irgendwann kommt der Himmel! Okay, ich drehe das Ding jetzt um. Ich möchte noch mit dir einmal in den Abgrund gucken. Und der kann entscheiden, ob du mit möchtest oder nicht. Richtig. In den Abgrund. Ja, exakt. Tatsächlich wird es jetzt kriminell. Ich lasse jetzt einfach den zweiten Gang kommen und dann frisst er sich den Berg runter. Ich habe gerade den Puls meines Lebens. Die scheißen uns ein, wir haben Angst! Lass jetzt gleich die Bremse los. Lass die Kupplung leicht kommen. Ja. Gebe keinen Gas. Der macht das alles von selbst. Genau. Bremse ist frei. Ich lasse ihn jetzt langsam, halte jetzt den Lenkrad gerade.
und ich lenke nicht. Was von der wird dir das vorgeben. Ja? Oh, jetzt rutscht er. Geil. Alter, hast du es gemerkt? Das Heck wollte uns überholen. Brudi. Ein bisschen Adrenalin war dabei. Brudi. Ab jetzt sind wir Unibock-Brüder. Aber geil, oder? Wie der Moment kommt, wo du dann kippst. Alter, kranke Scheiße. Er kann's. Er kann's. Er kann's. Olli hat die Schnauze voll. Olli hat, ohne Scheiß, der wollte aussteigen. Er hat keine Lust gehabt, da mit mir runterzufahren. Er hatte einfach unglaubliche Angst. Er meinte, es ist einfach eine Kopfgeschichte. Wir haben heute bewiesen, probieren geht über studieren. Schade, ich hätte mich gerne auch irgendwo ein bisschen festgefahren. Aber der Unibock fährt sich nicht fest. Ich habe auch schon gesagt, ey, das einzige wirklich Fordernde war jetzt das. Genau. Der Rest war ja echt. Es ist auch wirklich so, der Unimog, den ist das, interessiert das hier nicht. Das ist für den einfach Pillepalle. Wenn ihr noch Ideen habt, was man mit dem Unimog testen kann, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr schreibt, was er noch durchmachen muss, geländemäßig. Vielleicht kriegen wir das nochmal geregelt. So, meine lieben Freunde. Damit haben wir das Offroad-Training beendet. Kann man so einen Unimog festfahren? Sehr, sehr schwer. Also wenn man das schafft, dann muss man schon echt dämlich sein. Weil die Karre tatsächlich genau das ist, was sie beschreibt. Ein absolutes Monster im Gelände. Das habe ich heute gelernt. Ich habe viel gelernt. Bin froh, das ausprobieren zu dürfen. Da geht nochmal ein dicker Gruß an, an den MC Oranienbaum. Oranienbaum, genau. Ich habe mal einen Link in die Beschreibung gepackt. Die veranstalten ja auch Motocross-Geschichten und so weiter. Und Grüße gehen an Kai raus. Kai hat heute frei. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es hier weitergeht. Kanal abonnieren! Und ich sag's euch mal so, in 18 Monaten soll hier was stehen, was so noch nicht vorher da gewesen war. Kanal abonnieren! Ich bin raus, ich kann nicht mehr, ich bin K.O. Ich bin, das ist echt anstrengend, auch wenn man sich glauben mag. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Survival, meine Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ciao! Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.